Mein Name ist Markus Kiefer. Ich bin für die Netzwerkpartner der V-Bank verantwortlich. Ich befinde mich deshalb nicht wundern in dem V-Check-Studio. Das ist sozusagen unsere Vertriebstochter. Und um Vertrieb wird es auch heute gehen über ein sehr spezielles Thema, nämlich das Fremdwährungsreporting. Mit dabei ist auch Dr. Rolf Müller, Geschäftsführer der Fintegra GmbH aus Nürnberg, der hinter dem steuerlichen Fremdwährungsreporting mit seinem Team steht. Also schon mal ein herzliches Grüß Gott nach Nürnberg. Und ja, der Hintergrund ist eigentlich der, wir als Bank sind ja gehalten, sozusagen Erfüllungsgehilfe zu sein des Finanzamtes, wenn es um die Abgeltungssteuer geht. Das deckt auch gerade beim Privatkunden schon vieles ab, was er braucht bei seiner Steuererklärung. Das sind die Dokumente vorhanden, sie sind genormt. Man kann sie auch relativ einfach bei seiner Steuererklärung einsetzen. Fremdwährungen aber sind eben keine Dinge, die vor allen Dingen, wenn sie in einem Konto liegen und nicht direkt konvertiert werden. Fremdwährungen sind aber kein Thema für die Abgeltungssteuer, sondern sie fallen unter die Einkommensteuer, müssen damit eigens vom Inhaber des Fremdwährungskontos deklariert werden. Und wenn er hier Fehler macht, dann kann er sich mal bei Uli Hoeneß erkundigen, was einem passieren kann, wenn man seine Fremdwährungsgeschäfte nicht richtig angibt. Denn das war ein Grund, warum Uli Hoeneß damals nicht nur verhaftet, sondern verurteilt wurde. Nicht, weil sein Verhalten moralisch beurteilt worden wäre, sondern er hatte schlicht und ergreifend hier eine Steuerverkürzung begangen. Da sind unsere Behörden humorlos und das hat auch ein Uli Hoeneß erfahren. Auf der anderen Seite brauchen Sie Fremdwährungen als Vermögensverwalter im Depot, weil Sie haben die Möglichkeit zu diversifizieren. Sie haben die Möglichkeit, auch nochmal eine zusätzliche Rendite eben durch den Fremdwährungsverlauf zu entwickeln. Und last not least, und das ist ja eigentlich auch Ihr Kerngeschäft, ist es oft günstiger, an der Heimatbörse entsprechende Papiere zu kaufen, insbesondere wenn das Depot entsprechend aufgestellt ist. Von daher war uns diese Lücke auch immer schmerzhaft bewusst. Gleichzeitig dürfen wir als Bank keine Steuerberatung betreiben. Aber der Dr. Müller, und damit kommt er auch gleich ins Spiel, und ich bin bis auf zwei technische Hinweise, die ich gleich gebe, dann ruhig. Aber Herr Dr. Müller ist Steuerberater. Er darf beraten steuerlich. Und das Zweite, er kennt sich auch mit IT aus und hat Kolleginnen und Kollegen, die das auch gut können. Und er hat eben ein digitales Steuerreporting entwickelt, mit dessen Hilfe Ihre Privatkunden Währungsgewinne und Diversifizierung nicht nur genießen, sondern auch steuerlich voll krass korrekt angeben können. Was dahinter steckt, wird uns jetzt gleich der Dr. Müller erklären. Ich freue mich schon drauf. Ich lade Sie ganz herzlich ein. Sie finden unten rechts an Ihrem Bildschirm so eine kleine Zeile. Da steht: Geben Sie Ihre Nachricht ein. Das ist wörtlich gemeint und kann gerne eine Frage sein. Also, wenn etwas unklar ist, wenn Sie etwas nochmal erläutert haben wollen, bitte sofort melden, dort reinschreiben. Wir sehen das. Ich würde als Moderator auch dann dazwischen gehen und der Herr Müller freut sich, Ihre Fragen dann auch entsprechend zu beantworten. Das war die erste technische Bemerkung. Die zweite: Ich verschicke im Nachgang zu diesem Webinar auch die Unterlage, sodass Sie sich jetzt ganz konzentriert auf den Vortrag sozusagen machen können und an den Lippen von Dr. Müller hängen dürfen. Rolf, damit gehört die Bühne dir. Ja, Markus, wie immer, herzlichen Dank für die wunderbare Anmoderation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, freue mich sehr, heute gemeinsam mit der V-Bank V-Check das Thema steuerliches Fremdwährungsreporting mit Ihnen diskutieren zu können. Wir sind eine kleine Gruppe, also insofern, Markus hat schon angesprochen, sind Sie herzlich eingeladen, Ihre persönlichen Themenstellungen zu adressieren. Nutzen Sie die Chat-Funktion, das kann man gerne während des Vortrags dann gemeinsam aufgreifen und diskutieren.
Ansonsten kurz zur Agenda. Ich würde Ihnen gerne im ersten Schritt Fintegra, Finanzen integrieren, kurz vorstellen. Anschließend die Grundprinzipien unseres digitalen Steuerreportings, was wir mit der VBank als strategischer Partnerin entwickelt haben. Und dann im Hauptteil des heutigen Vortrags dann auf steuerliche Fremdwährungsreporting einzugehen. Ganz kurz zu uns, Fintegra, wer sind wir? Wir sind eine relativ junge Gesellschaft mit aktuell 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Sitz in Nürnberg, ein Textech-Unternehmen, das heißt, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, so wie es Markus vorhin angesprochen hat, die steuerrelevanten Themenstellungen rund um das Depot, rund um das Fremdwährungskonto möglichst automatisiert, standardisiert, digital auf Basis der Banksoftware dann aufzuarbeiten. Wir haben zwei Geschäftsfelder. Der eine Geschäftsbereich befasst sich mit den digitalen Produkten. Eines davon werden Sie heute kennenlernen, also der Ersatz von Belegverbuchung, Beleginterpretation durch den Steuerberater durch ein digitales Produkt, nämlich einen Datenimport. Im zweiten Bereich bei uns, ein zweiter bitte, betreiben wir ein klassisches Geschäft, Vermögensreporting Controlling, was auch die Keimzelle, wenn Sie so wollen, dann auch der digitalen Produkte war. Ein Team mit etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir haben etwa 5 Milliarden Assets an der Service, erfassen Gesamtvermögen in einem einlizenzierten Produkt, dem E-Commerce, also einem der marktführenden Systeme für Gesamtvermögensreporting, Controlling mit entsprechender Erfassungs-, Anwendungs-, Bewertungskompetenz, dann im liquiden, auch im wichtigen Bereich, Assets, Kategorien übergreifend. Die beiden Bereiche sind bei uns symbiotisch verbunden und befruchten sich gegenseitig, und aus dem heraus ist dann auch das digitale Steuerreporting entstanden, was wir auf der nächsten Folie sehen. Mit den zwei Kernprodukten aktuell, dem betrieblichen Steuerreporting, mit dem sind wir seit etwa 2,5, 3 Jahren, initial, wie gesagt, mit der VBank entwickelt, mittlerweile geöffnet für alle Depots, für alle Banken, die Belege produzieren können. Dort verbuchen wir die entsprechenden Depots vollautomatisch bei der VBank, teilautomatisiert mit einer Schnellerfassung auf Belegbasis dann bei den anderen Banken, solange bis dort die entsprechenden Schnittstellen wie bei der VBank etabliert worden sind. Der buchhalterische Erfassungsprozess wird ersetzt durch ein modernes, zeitgemäßes Produkt, nämlich einen Datenimport. Das zweite Produkt zeige ich Ihnen jetzt gleich ausführlicher, das steuerliche Fremdwährungsreporting, also die automatisierte Deklaration von Fremdwährungskonten. Die Wirkungsweise und die Arbeitsweise des digitalen Steuerreportings sehen Sie auf der nächsten Folie. Wir haben oben einen konventionellen Prozess, der Sie dann auch als Vermögensverwalter sehr intensiv dann auch in Beschlag nimmt, wenn Sie so wollen, indem die Bank aus dem Kernbankensystem einen Beleg generiert, indem die einzelne Transaktion, der einzelne Sachverhalt, Ausschüttung, Kauf, Verkauf dokumentiert ist. Dieser Beleg landet auf dem Schreibtisch des Steuerberaters, wird dort gewürdigt, interpretiert. Der Steuerberater braucht eine Vielzahl von Zusatzinformationen, muss also Nebenrechnungen, Nebenbücher und so weiter führen, um seine Alltagsarbeit dann erfüllen zu können. Aus dem heraus kann er dann bei den Depots die entsprechende Verbuchung vornehmen, eine Date oder ein Vergleichsprodukt für Buchhaltung und Jahresabschluss. Oder unser Thema heute, er kann dann die Steuererklärung, also insbesondere die Anlage des SOs und die Einkünfte, für das jeweilige Fremdwährungskonto ausfüllen. Dieser Prozess ist sehr aufwendig, sehr fehlerträchtig, sehr teuer. Auch deshalb, weil die Belege, die die Bank generiert, was gegenüber der Bank ein Vorwurf ist, dann für Buchhaltung, dann auch für die Fremdwährungsdeklaration nicht verwendet werden können. Warum? Bei der Buchhaltung, weil der entsprechende Beleg ausgerichtet ist auf die Privatperson und nicht auf die buchhaltungspflichtige Einheit, bei dem Fremdwährungskonto schlicht, weil die Bank diesbezüglich kein Reporting erbringt, auch nicht erbringen muss, weil alles, was die Bank als Steuerreporting macht, Ergebnisaufstellung produziert,
ist konzentriert, auch limitiert auf die Abbildungssteuer und die Sachverhalte rund ums Versicherungskonto, hören Sie gleich im Detail, fallen nicht unter die Abbildungssteuer. Wir setzen diesen Vorgang, diesen aufwendigen, fehlertüchtigen, konventionellen Vorgang durch einen digitalen Vorgang bei den Partnerbanken, aktuell die V-Bank, wird dann das entsprechende Depot oder das Fremdwährungskonto in unsere Datenbank eingespielt, sodass dann die Kerninformationen bei uns bei der Fintegra in unserer Datenbank vorhanden sind. Bei den Nicht-Partnerbanken erfolgt eine Schnellerfassung über den entsprechenden Beleg, und zwar so viel vom Beleg, dass ich dann bei uns die Maschine zuschalten kann. Die Informationen, die wir von der Bank nicht bekommen, weil die Bank sie nicht hat oder standardmäßig nicht ausliefert, kaufen wir uns von einem Datenlieferanten im Rahmen eines Datenveredelungsprozesses, sodass dann innerhalb der Fintegra Datenbank die entsprechenden Depots, die entsprechenden Assets, Fremdwährungskonten so granular und so strukturiert erfasst sind, dass Sie aus dem heraus dann entsprechende Buchungsvorschläge generieren können für den Steuerberater, die er dann qua Datenimports dann in Dativ einspielen kann, handelsrecht, steuerrecht. Oder im Bereich der Fremdwährungskonten erhalten Sie eine Ausfüllhilfe für das jeweilige Fremdwährungskonto und dann die Anlage SO für sonstige Einkünfte an der entsprechenden Stelle dann auch sauber und korrekt ausfüllen zu können. Soweit so gut, wenn Sie Fragen zu dem digitalen Steuerreporting an sich haben, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ist nicht der Fall, sodass ich vorschlagen würde, Markus, dann gehen wir gleich rein in das steuerliche Fremdwährungsreporting. Worum geht's? Es geht darum, wie schon angesprochen, Kapitaleinkünfte fallen unter die Abbildungssteuer, dann behält die Abbildungssteuer ein, führt sie ab. Kapitalertragssteuer und macht dazu ein umfassendes Steuerreporting. Bei den Fremdwährungsgewinnen oder Verlusten muss man wissen, das ist bei uns in der Branche auch bei den Steuerberatern offen gesagt kein Allgemeingut, dass eben die Fremdwährungsergebnisse nur zu einem sehr kleinen Teil in die Abbildungssteuer fallen, nämlich die Wiesen- und Termingeschäfte, die durch Barausgleich abgewickelt werden, alle anderen. Auch die Wiesentermingeschäfte, die dann abgewickelt werden, wo die Währungen dann geliefert werden, oder eben der Ausgleich jetzt nicht im Wahlfall. All diese Fremdwährungssachverhalte fallen nicht unter die Abgeltungssteuer. Die Bank behält auch keine Kapitalertragssteuer ein, erstellt kein Steuerreporting. Das ist Aufgabe der Steuerpflichtigen selbst. So, dazu muss er dann die entsprechende Steuerdeklaration übernehmen und er hat als Grundlage, ich zeige es Ihnen gleich an einem Beispielfall auf, dann den Kontoauszug des jeweiligen Fremdwährungskontos und muss dann die entsprechenden Sachverhalte im Rahmen von § 23 mit der ganz eigenen Ermittlungsmechanik innerhalb des § 23 Einkommensteuergesetz, also den sonstigen Einkünften, bei den Spekulationsgeschäften, dann entsprechend abwickeln, muss die entsprechende Kategorisierung vornehmen und, was das Ganze dann extrem spaßbefreit macht, das Ganze dann auch nach FIFO, First In, First Out, dann abwickeln. Also soweit zurück, bis dann der Fremdwährungsabgang auch entsprechend abgefrühstückt ist. Ich zeige es Ihnen mal auf, rechenhaft. Und es macht keinen Spaß, das ist fehlertechnisch aufwendig, der Kunde versteht es auch nicht. Das ist ein Thema, was in der Praxis jetzt die Steuerberater jetzt nicht so erfreut, was auch von der Finanzverwaltung, losgelöst von dem vorhin zitierten Fall, dann auch immer mehr und intensiver aufgegriffen wird. So, das wäre dann bei der Fintegra, das macht der nächsten Folie dann sehen, dann weggegangen sind und haben diese materielle Beurteilung dann automatisiert. Ich zeige es Ihnen gleich auf Grundlage des Fremdwährungsreports. Was für den § 23 für Sie relevant ist, ist die Erkenntnis, dass nicht jeder Zufluss auf dem Fremdwährungskonto auch eine steuerrelevante Anschaffung ist und nicht jeder Abgang, wir sprechen ja über ein Zahlungskonto, also jeder Abfluss der Fremdwährung auch steuerrelevant ist. Das ist eine ganz zentrale Erkenntnis im Bereich des § 23 Einkommensteuergesetzes. An dieser
stelle ich eine ganz eigene Ermittlungsmechanik. So. Führt dazu, dass ihr dann alle Bewegungen auf dem Konto durchführen dürfen, dahingehend, ob jetzt eine echte Anschaffung oder eben eine unechte Anschaffung vorliegt und auch ganz wichtig, ob sich das Ganze dann matcht innerhalb des Spekulationszeitraums von einem Jahr mit einer echten Anschaffung. Das heißt, besteuert wird im Rahmen von dem § 23 nur dieser Matching-Bereich, wenn also innerhalb von einem Jahr eine Fremdwährung angeschafft wird, also echt angeschafft wird, und dann diese angeschaffte Währung innerhalb eines Jahres veräußert wird. Und zwar im Rahmen einer echten Veräußerung. Also nur dieser kleine, enge Bereich fällt unter den § 23 Einkommensteuergesetz. Was Sie natürlich gegenüber der Finanzverwaltung nur dann auch so vertreten können. Ansonsten wird das Ganze pro Fiskus auch von der Finanzverwaltung kategorisiert, wenn Sie entsprechend nachweisen können, dass eben dieser Matching-Bereich vorliegt. Was ist nun eine echte Anschaffung, eine unechte Anschaffung? Der Grundfall, mit dem können wir, denke ich, jetzt sehr gut arbeiten, auch heute in dem Workshop, ist letztendlich der Anschaffungsvorgang der Fremdwährung. Das heißt, ganz klassisch, Sie tauschen einen Eurobetrag in, sagen wir mal, der Fremdwährung US-Dollar um und haben dadurch durch das Tauschgeschäft, also ich tausche Euro in US-Dollar, jetzt eine Fremdwährung angeschafft. Und da, meine Damen und Herren, der zentrale Punkt, das Wirtschaftsgut, und es ist hier steuerlich geht, ist dann der jeweilige Fremdwährungsbetrag, der dann durch den Eurobetrag in den Tauschvorgang angeschafft wurde. Unechte Anschaffung, das heißt weitere Mittelzuflüsse auf dem Fremdwährungskonto, die jetzt keine Anschaffung der Fremdwährung sind, Beispiel Dividende, Zinsgutschrift, also aus den Papieren, die Sie dann in Fremdwährung kaufen, fallen nicht unter diesen Anschaffungsbegriff im Sinne des § 23 Einkommensteuergesetz und sind dann natürlich auch keine relevante Position, wenn Sie das jeweilige Fremdwährungsergebnis mit, sehen Sie gleich über die Beispielsrechnung. Spiegelbildlich haben Sie das Ganze auf der Abschlussseite, also wenn Beträge abgehen vom Fremdwährungskonto, da haben Sie echte steuerrelevante Abgänge, wenn Sie dann in der fremden Währung einen Tauschvorgang vornehmen. Das ist auch der eigentliche Grund letztendlich, weshalb Sie diese Fremdwährungskonten führen. Das heißt, Sie haben das US-Dollar-Konto, haben dann initial Euro in US-Dollar angeschafft, das ist der ganz klassische Fall. Und dann innerhalb eines Jahres kaufen Sie dann mit diesem Dollarbetrag eine Dollaraktie, um eben dann diesen Umtausch Euro-Dollar, der auch das Geld kostet, sich dann zu ersparen. Folge, Sie haben ein weiteres Tauschgeschäft, das heißt, Sie tauschen den Dollarbetrag in die Dollar gehandelte Aktie, sagen wir mal Amazon. Und dann passiert Folgendes, auch ganz wichtig, mit der Anschaffung der Amazon-Aktie wandert die Aktie dann ins Depot. Im Depot wird sie in Euro geführt. Also ab dann spielt auch dieses Fremdwährungsthema, was die Aktie angeht, keine Rolle mehr. Aber Sie haben initial natürlich hier einen Veräußerungsvorgang. Warum? Weil Sie dann durch den Dollarbetrag, den Sie ja durch den Wechselvorgang Euro-Dollar angeschafft haben, jetzt wiederum getauscht haben in einer Aktie, sondern an die Steuer des Wirtschaftsgut. Das heißt, die Fremdwährung ist weg, wurde veräußert. Und wenn dies innerhalb eines Jahres passiert, der Matching-Vorgang da ist zu dem angeschafften Euro-Dollar-Betrag, dann liegt insoweit, übrigens auch die Kursentwicklung, ein steuerrelevantes Fremdwährungsgeschäft dann auch vor. Nicht jeder Mittelabfluss ist dann eine echte Veräußerung. Das ist korrespondierend zu den Zinsen, zu den Dividenden, was wir vorhin hatten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Vermögensverwalter in fremde Währung zahlen, wenn Sie Privatausgaben dann in Dollar dann tätigen, was gelegentlich auch passiert, wenn man eben das Fremdwährungskonto schon hat. All diese Mittelabflüsse, meine Damen und Herren, sind dann keine echten Veräußerungen, sind sogenannte unechte Veräußerungen, das heißt, insoweit liegt kein steuerrelevantes Geschäft vor. So, und all dies mit FIFO, die verknüpfen. Und deswegen haben wir dann gemeinsam mit der V-Bank jetzt vor anderthalb Jahren initial
ein System entwickelt, wie wir das Ganze automatisiert auf der Grundlage des Kontoauszugsmanagers für das jeweilige Fremdwährungskonto dann abwickeln. Aufbau und Inhalt, gleiche Wirkungsmechanik wie bei dem vorhin vorgestellten digitalen Steuerreporting insgesamt. Das heißt, erster Schritt, wir importieren die entsprechenden Zahlungsvorgänge jetzt über die Schnittstelle, also letztendlich über den Online-Zugang, also zu dem Fremdwährungskonto, dann in unsere Datenbank. Dann wird in einem zweiten Schritt die entsprechende Bewegung kategorisiert. Das heißt, wir kategorisieren, definieren die einzelnen Belegfelder, die jetzt dann bei der V-Bank auf dem Fremdwährungskonto geführt werden, für Dividenden, für Zinsen, für Aktienkäufe, für Verkäufe und so weiter. Wird dann jeweils ein eigenes Datenfeld verwendet, bei der V-Bank, auch bei den anderen Banken. Und das wird von uns so kategorisiert, dass dann in einem dritten Schritt mit FIFO das entsprechende Steuerergebnis automatisiert dann ermittelt werden kann. So, und dann wird das Ganze auch noch durch die Fintegra Steuerberatungsgesellschaft im Hinblick auf die inhaltliche Richtigkeit dann auch entsprechend dokumentiert. So, das ist ein Produkt, das mittlerweile einen sehr guten Anklang findet. Wir werden in diesem Jahr voraussichtlich so 150, 200 Fremdwährungskonten dann automatisiert abbilden. Und sind auch sehr sicher, dass jetzt dann auch die Zahl von weiteren Steuerberatern, Banken, Vermögensverwaltern dieses Thema als Standardprodukt dann bei sich auch integrieren, um eben dann auch sicherzustellen, dass dann der Vermögensinhaber hier steuerlich auf der sicheren Seite ist, indem eben alle relevanten Transaktionen nach steuerlichen Gesichtspunkten, § 23 Einkommensteuergesetz, sauber erfasst sind, zugeordnet sind. Wir wickeln das Ganze pro fiskalischer. Das heißt also, wenn bestimmte Unsicherheiten, Depoten, Beträge etc. dann vorliegen, wird das Ganze pro fiskalisch so eingeordnet, dass im Zweifel dann entsprechend hoher oder vielleicht zu hoher steuerlicher Fremdwährungsgewinn deklariert wird. Sie können natürlich das Ganze auch durch den Steuerberater bei sich dann auch detailliert aufarbeiten lassen oder durch uns, aber in dem automatisierten Produkt, das wir für einen sehr attraktiven Preis anbieten, müssen wir da diese Standardkategorisierung vornehmen. Die geht, damit der Kunde dann on the safe side ist, dann pro fiskalisch dann vor. Und dann wird das Ganze so aufgearbeitet, dass der Steuerberater, so wie es vom privaten Steuerreporting von der Bank auch kennt, die entsprechenden Beträge Mittel bekommt und dann in die entsprechende Zeile dann für die Anlage SO dann auch eintragen kann. Soweit so gut. Jetzt zeige ich Ihnen noch im Rahmen des Reports, den wir ausliefern, dann die entsprechende Herangehensweise. Vielen Dank. Was Sie hier sehen, ist dann ein ganz normaler Kontoauszug. Das heißt, Sie haben die entsprechende Transaktionsliste bei der V-Bank geführt mit dem steuerrelevanten Handelsdatum, Valutadatum ist steuerlich nicht entscheidend. Dann sehen Sie die entsprechende Auftragsart, die Kategorisierung in dem entsprechenden Belegfeld, die Beträge und dann die einzelnen Ausführungen, dann alles, was auf dem Konto dann irgendwie passiert. So, und auf dieser Grundlage müssen Sie jetzt anfangen, die Arme nach hinten krempeln und dann loslegen und dann kategorisieren. Ist der jeweilige Vorgang, und da sehen Sie schon die Komplexität von dem ganzen Thema, dann praktisch echte Anschaffung, unechte Anschaffung, echter Verkauf, unechter Verkauf. Sie sehen, das geht querbeet, ganz normal, Bargeldeinlagen, Umbuchungen, Sinnkauf, Verkauf und so weiter, Dividende. Also alles, was das Leben so hergibt, sage ich mal, rund ums Fremdwährungskonto. Und das Ganze müssen Sie quasi dann über eine Nebenrechnung, also in Excel regelmäßig, dann so abbilden, dass Sie mit dem FIFO-Verfahren dann entsprechend so weit zurückgehen, dass Sie dann die Verwendungsbeträge auch dokumentieren können. Also das ist etwas, so sagt der eine Kollege immer, für jemanden, der Vater und Mutter geschlagen hat. Also das macht keinen Spaß, das hat auch keiner verdient. Und deswegen haben wir uns aufgemacht, gemeinsam mit der V-Bank hier ein automatisiertes Produkt zu erstellen und diese händische, aufwendige, vielfältige Arbeit auch wieder durch ein Datenprodukt zu ersetzen. Sie sehen hier das Auslieferungsprodukt, also einen Fremdwährungsreport von uns, exemplarisch. Wenn Sie Interesse haben, schicken wir Ihnen gerne
die Long-Version mit nach der entsprechenden Dokumentation nach § 23 Einkommensteuergesetz hinzu. Sie erhalten dann einerseits dann das steuerliche Ergebnis nach § 23 ESDG als Executive Summary, wenn Sie so wollen. Und dann sehen Sie, das können wir exemplarisch anschauen, auf Grundlage des US-Dollar-Kontos, das ist jetzt das Gesamtergebnis, also für die zwei Konten, einmal US-Dollar-Konto im Gewinn, Schweizer Frankenkonto im Verlust, Saldo ist dann das entsprechende Ergebnis, was in die Anlage SO sonstige Einkünfte dann eintragen müssen. Und Sie sehen dann, schon auf dem nächsten Slide, dann exemplarisch, Fremdwährungsabgang Nummer 2, bringt dies am besten zum Ausdruck, wie die Mechanik dann auch erfolgt bei uns. Das heißt, wir haben einen entsprechenden Mittelabfluss. Also Sie haben gekauft dann ein Papier, US-Dollar-Spot-Papier, und dafür dann US-Dollar 160.000 dann aufgewendet. Man muss sich dann fragen, wie ist dann dieser Mittelabgang dann entsprechend finanziert? Also liegt dann quasi ein Matching vor oder ein Match vor zwischen einer echten Anschaffung und einer echten Veräußerung. Die Veräußerung hatten wir jetzt, 160.000, und jetzt müssen wir praktisch in der Zeit zurückgehen, also was die Bewegungen auf dem Konto angeht, und müssen uns fragen, welcher Betrag gilt dann als verwendet, bis sie dann in Summe, deswegen steht hier immer 0 drunter, bis sie dann in Summe praktisch diese 160.126,81 US-Dollar dann erreicht haben. Ja, das sehen wir dann, dass eine Dividende als verwendet gilt. Das ist nicht steuerrelevant. Das heißt, wir rechnen sie raus immer mit dem gleichen Umrechnungskurs übrigens. Deswegen auch diese Identität auch des Devisenkurses an der Stelle. Das mutet dann erstmal mit etwas seltsam an, aber ist dann die Technik, um das Ganze zu neutralisieren. Dann haben Sie wiederum den Verkauf, dann der iShares, das ist dann ein steuerrelevanter Zufluss, Dividende nein, Verkauf ja. Und dann kommen Sie quasi zurück bis auf die 151.000, die dann als verwendet gelten, was in Summe dann zu den 160.000 führt. Steuerrelevant ja, nein. Und dann kommen Sie hier zu dem Verlust von den 4,79 Euro, der dann als steuerrelevant bezogen auf diesen Fremdwährungsabgang zu ermitteln ist. Und so sehen Sie dann auch die weiteren Fremdwährungsabgänge, also auf den Folgefolien, dann auch ein Schweizer Frankenkonto mal exemplarisch. Und wir können jetzt hier, denke ich, ganz gut abschätzen, was jetzt da für eine handwerkliche Arbeit, sehr anspruchsvolle handwerkliche Arbeit dahinter liegt, um das Ganze dann entsprechend abbilden zu können. Wenn Sie da Fragen haben zu dem Musterreport, herzlich gerne. Markus hat schon angesprochen, dass wir Ihnen nach dem Nachgang zu der heutigen Veranstaltung dann auch die entsprechenden Unterlagen dazu schicken. Ich glaube, das ist in der Tat ein etwas schwieriger Stoff, den man sich dann mal setzen lassen muss. Und wie gesagt, du hast ja schon freundlicherweise angeboten, dass man einen Musterreport bekommen kann. Auf eurer Internetseite ist ja auch ein Stück weit schon mal einige Musterdateien zu ziehen und kann man sich da abrufen. Und vielleicht, was eben auch nochmal ganz wichtig ist, klar zu machen, bei der V-Bank funktioniert dies alles vollautomatisch über eine Schnittstelle. Das heißt, hier kann man alle Vorteile eines voll digitalen Prozesses nutzen, was sich ja auch gleich, und ich glaube, das kommt als nächster Punkt, im Preis niederschlägt. Und andererseits kann man aber auch jede andere Bank hier verwenden. Das heißt, wenn man Kunden hat, die nicht nur bei der V-Bank ein Depot besitzen, müssen nicht sagen, naja, ist ja toll, wenn ich bei der V-Bank das so super aufbereitet bekomme, aber ich habe ja zwei Bankverbindungen und entweder geht es für beide oder gar nicht. Also auch an der Stelle kann man ja weiterhelfen. Genau, vielen Dank. Und das führt uns zwanglos dann auch in die nächste Folie rein, wie es Markus gerade aufgezeigt hat. Jetzt bei uns vom Markt, Steuerberatungsmarkt, gibt es auch entsprechende Anbieter, was jetzt dann die Aufarbeitung dieses Themas angeht, was eine entsprechende Fachkompetenz voraussetzt, also und natürlich auch die handwerklichen Tools.
da liegen sie regelmäßig in Bereichen zwischen 500 Euro, 1000, das können auch 2.000 oder 3.000 Euro sein, also je nach Transaktionsanzahl und dann Anzahl der Bewegungen auf dem Depot. Über die V-Bank haben wir das Ganze vollautomatisiert abgebildet, also ohne jede Beditarbeit, ohne jede Würdigung, also nach der initialen Kategorisierung, jetzt der entsprechenden Sachverhalte, dann wie ich es vorhin aufgezeigt habe. Und da liegen sie bei 350 Euro netto, also für das Standarddepot, sagen wir mit bis zu 50 Bewegungen. Pro weitere 50 Bewegungen kostet 250 Euro. Sie sehen, das ist ein deutlich geringerer Betrag, jetzt verglichen mit der konventionellen Abbildung des Fremdwährungskontos und wird auch, wie gesagt, zunehmend vom Markt aufgegriffen. Übrigens auch von den Steuerberatern selbst. Die meisten Kunden mittlerweile bei uns sind die Steuerberater selber, weil die einfach hier gehen und sagen, ich muss das Ganze deklarieren, das ist wahnsinnig aufwendig, ich habe das Know-how im Team nicht, will es auch vielleicht nicht vorhalten. Das sind meistens sehr qualifizierte Personen, die dann auch gut woanders einsetzbar sind. Und wo wir dann auch zunehmend ähnlich wie bei den Depotverbuchungen, also im betrieblichen Bereich, dann zur ausgelagerten Verbuchungsabteilung dafür den Steuerberater werden, für ihn unkompliziert, weil wir nicht in Kontakt treten jetzt dann mit seinen Kunden. Er gibt uns die entsprechenden Unterlagen, wir verarbeiten das Ganze, liefern es aus, mit Richtigkeitsgewähr durch die Steuerberatergesellschaft dazu. Vielleicht an der Stelle auch zwei Hinweise in Bezug auf die V-Bank. Wenn Sie ein Konto neu eröffnen, können Sie ankreuzen, ich habe Interesse am digitalen Steuerreporting, und dann würden wir das an die Kollegen nach Nürnberg weitergeben. Dann würden die sich in Verbindung setzen mit Ihnen, dann dem Mandanten beziehungsweise in der Regel dem Steuerberater. Man kann auch überlegen, und da sind Sie herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen, sei es Ihren Key Account Manager oder mich, dass man zum Beispiel auch dieses Fremdwährungsreporting in ein Preismodell gleich mit einpreist, damit Sie sagen können, okay, dann haben wir hier nicht, ich sag mal, unterschiedliche Gewerke, so nach dem Motto, ja, hier gibt es das Auto, das ist die Basisversion, aber wenn Sie noch die Lederausstattung wollen, dann das und das und das, ist ja vielleicht auch etwas, was man vom Autokauf vielleicht kennt und dort akzeptiert, aber was vielleicht in unserer Branche ein bisschen nicklig werden kann. Also den Gedanke wollte ich da mitgeben, dass man gerne auch mit uns sprechen kann, um es in ein Preismodell zu integrieren, weil, und da sind wir jetzt wieder am Anfang, beziehungsweise glaube ich jetzt gleich beim Fazit, Rolf, dieses Fremdwährungsreporting ist etwas, wo Sie einerseits Ihre Kompetenzen zeigen können als Vermögensverwalter, wenn Sie gerade im Fremdwährungsbereich aktiv sind und hier auch zeigen wollen, dass Sie entsprechend Rendite ziehen können für Ihre Kunden. Aber auf der anderen Seite, diese Dinge müssen steuerlich sauber deklariert werden. Ich wollte schon degradiert sagen, weil sonst wären Ihre Kunden nicht degradiert, sondern im schlimmsten Fall eingesperrt. Aber bevor es dazu kommt, es muss ja auch die Abwicklung dann, ich sag mal, hinten heraus so smart gehen, dass einerseits Ihre Rendite, die Sie vorne erzielen, nicht hinten aufgefressen wird, beziehungsweise, und das ist ja das, was der Rolf Müller auch sagt, wo Steuerberater anspringen, im positiven Sinne, dass nicht der Steuerberater zu seinem Kunden geht und sagt, also ich weiß ja nicht, was da dein Vermögensverwalter treibt im Fremdwährungsbereich und was das bringt. Ich kann dir nur sagen, es bringt Gefahr und Haufen Aufwand für mich. Ich finde das uncool, stoppen. Und wenn der Steuerberater das seinem Mandanten sagt, hat das eine Wirkungsmacht, die im Zweifelsfall Sie trifft und damit in Ihrem Tun aussteuert. Das wollen wir nicht, sondern im Gegenteil, wir wollen, dass Sie Ihr Können zeigen und dass die Prozesse, die dann ablaufen, so einfach und bequem und kosteneffizient wie möglich sind. Und jetzt will ich deinem Fazit nicht vorgreifen, Rolf, du hast bestimmt noch ein paar nette Worte zum Schluss. Wobei es natürlich wie immer schwierig ist, dann noch eins draufzusetzen. Nee, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich persönlich glaube,
Das Fremdwährungsreporting wird in ein, zwei Jahren zum Standard werden. Also so wie die Bank eben jetzt im Bereich der Abgeltungssteuer das Ganze berichtet, wird das Ganze, anders ist das in der Praxis gar nicht abbildbar, dann auch zum Standard werden. Das heißt, also dass dann diese Sachverhalte, die jetzt dann die Bank ja über das Konto abbildet, dann auch steuerlich sauber aufgearbeitet werden, finanzamtsfest, digitale Abläufe, mit entsprechender Spezialisierung, der Steuerberater erhält die entsprechende Unterstützung, der Vermögensverwalter kann die Fremdwährungen einsetzen, so wie er es für richtig hält und nicht vermeiden. Ich habe gestern wieder ein längeres Gespräch mit einer Bank gehabt, die recht große, die eben dann alle Fremdwährungskonten auch geschlossen hat, die Konten dann auch entsprechend aufgefordert hat, dann irgendwo rauszugehen, weil sie eben weiß, wie problematisch diese Führung der Fremdwährungskonten ist. Und sie vermeiden möchte, dass das Ganze dann zum Nachteil, wenn Sie so wollen, des Vermögensinhabers dann irgendwann ausgelegt wird. Und ich meine, eine sehr unschöne Lösung und auch bei der Bank ist denn aber, gilt jetzt ein Umdenkprozess, weil natürlich der Einsatz der Fremdwährung im besten Interesse auch des Vermögensinhabers ist. Und da danke auch der V-Bank für die immer gute strategische Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Dann sage auch ich vielen Dank. Das hier hatten wir auch schon mal erwähnt, wie Sie das Ganze nutzen können. Deswegen vielleicht dann nochmal zu meinem Schlusswort nur noch begleiten dazu. Vielen Dank, Rolf, für deine wie immer souveräne Erklärung dessen, was ein schwieriges Thema ist. Deshalb nochmal der Hinweis, wir schicken die Unterlagen nach. Vielleicht sagen Sie aber auch, ja, das ist ein so spannendes Thema. Ich spreche mal mit meinen Steuerberatern. Ich glaube, es besteht auch jederzeit die Möglichkeit, dass wir dann für Sie und Ihre Netzwerke, sei es entsprechende Kunden, sei es aber auch deren Steuerberater, entsprechende Webinare machen können. Wir hatten heute relativ wenige Fragen. Das ist auch kein Problem, weil ich nehme es einfach mal so, als sind die Dinge, die jetzt klar sein können, klar. Und in dem Sinne wünsche ich auch Ihnen einen guten Tag, gutes Gelingen, gutes Schaffen und auf bald. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Bye-bye.